Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind auf der Spielwarenmesse und ich bin bei Rita Model. Rita, schön, dass wir dich zum ersten Mal vor der Kamera haben. Stell dich doch gerade mal vor und erzähl so ein bisschen, was machst du in der Spieleszene, woher kann man dich kennen? Ja, danke fürs Interview erstmal. Freut mich auch, eine der wenigen Frauen. ja, ich mache jetzt seit 3, 4 Jahren Spiele und habe jetzt schon ein paar Veröffentlichungen und die nächsten stehen an. Und mich kennt man vielleicht, weil ich auf Instagram oder Facebook etwas aktiver bin als so manch anderer Autor. Und ja, und genau. Genau, sprechen wir doch zum Beispiel mal über Man at Work. Das war ja ein sehr außergewöhnliches Spiel, ein Geschicklichkeitsspiel, sehr schön gestaltet mit den kleinen Bauarbeitern. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, so ein Spiel zu machen? Führ uns mal ein bisschen rum. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, ein Spiel zu machen? Wie kamst du genau auf dieses Spiel? Ja, erzähl uns ein bisschen davon, nimm uns mal mit in deine Welt. Das Spiel hat eine lustige Vorgeschichte. Das war erst ein ganz anderes Spiel. Also es war schon mit Stäben, aber ganz anders. Und dann hatte ich das in Göttingen. Vor 2 Jahren habe ich das Anita von White Castle gezeigt und dann haben sie es mitgenommen und angeschaut und dann haben sie halt gesagt, ja, wir nehmen das Spiel unter Vertrag, aber nur, wenn du es halt nochmal bearbeitest und verbesserst. Und dann, es war echt, ich bin da zu Hause auf meinem Tisch, an meinem Tisch gesessen und habe dieses Spiel genommen und mir ist einfach nichts eingefallen. Das war so, und dann habe ich wirklich so aus Trotz diese Stäbe da so, so hingeknallt und dann so die Figuren so draufgestellt und dann auf einmal dachte ich mir so, das sieht irgendwie ganz nett aus und dann habe ich da weitergemacht und dann ist da daraus dann dieses Spiel entstanden. Also, und es ist aber was mir aufgefallen ist, was ich, das war jetzt bei einem anderen Spiel wieder, dass ich einfach alte Ideen, die halt einfach nicht funktionieren, einfach nochmal neu einsetze und dann einfach ein anderes Spiel, ein besseres Spiel rauswirken. Ja, total cool. Ja. Und war das dann bei dir auch gleich so ein Bauarbeiterspiel oder so ein Baustellenspiel oder hattest du erstmal ein anderes Thema? Also das Thema hat der Verlag gemacht, es waren aber bei mir waren es am Anfang so Seiltänzer. Ah ja, genau. Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Bin ja aber ganz dankbar, dass die das Bauarbeiterthema gemacht haben, weil es halt erstmal ist es vom Thema her ungewöhnlich, weil es noch nicht so oft gibt und es ist halt sehr dankbar. Ja, du kannst die Helme tragen und also kannst halt so viel drumherum noch irgendwie machen, was dazu passt. Und nimm uns mal mit, was war das für ein Gefühl, als du dieses Spiel dann zum ersten Mal, als es fertig war, als du es gesehen hast, als du vielleicht auch in den Laden gegangen bist und da stand es dann, was war das für ein Gefühl? Also der schönste Moment war, glaube ich, als ich mal, das ist noch gar nicht so lange her, vor einem halben Jahr, als ich im Müller stand und das Spiel gesehen habe, ja. Weil vorher habe ich es ja immer noch auf Messen gesehen und das war für mich so, jetzt ist es wirklich da. Und ja, klar, man freut sich natürlich das erste Mal auf der Messe auch, aber du weißt immer nicht, wie kommt das Spiel an, wie fühlt sich das an und so. Das ist so, man springt da so im Becken und weiß nicht, was passiert, ja. Und wie ist das jetzt für dich, wenn du siehst ja, du verfolgst ja auch so ein bisschen die Rezensenten, nehme ich mal an, wenn du jetzt eine Rezension liest, siehst, hörst und die vielleicht auch mal negative Punkte aufgreift oder dein Spiel lobt, wie ist das für dich? Also ich hatte mit Man at Work viel Glück, weil das war das erste Spiel und es kam wirklich sehr gut an. Ich habe wenig Kritik bekommen. Ich glaube, wenn es mein erstes Spiel wäre und ganz viele hätten es zerrissen, ich weiß nicht, ob ich dann noch Lust hätte, weiter Spiele zu erfinden. Also ich glaube, dass es ganz schön übel ist, wenn man wirklich so ein Spiel zerreißt. Also wie gesagt, ich hatte da viel Glück und ich habe mir auch wirklich alle Rezensionen noch angeschaut. Ich schaue mir jetzt noch eigentlich fast von allen Bloggern die Videos an. Das finde ich für mich sehr wichtig, einfach zu sehen, was ist gerade aktuell, welcher Mechanismus ist vielleicht gerade beliebt, einfach auch zu sehen, ist das was für mich, kann ich da was machen oder ja. Genau. Und ich muss auch dazu sagen, dass mir dieses Spiel einfach so viel jetzt ermöglicht hat,
weil es eben so gut ankam. Also ich kriege bei den Verlagen leichte Termine und es ist halt, also ich tue mich da jetzt schon wesentlich leichter, also bin ich sehr, sehr dankbar. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dann sprechen wir doch mal über deine weiteren Spiele, die du jetzt hier zum Beispiel in Nürnberg dabei hast. Ja. Werden hier Spiele von dir präsentiert? Wenn ja, welche? Und hast du vielleicht auch Prototypen dabei? Dann kannst du so ein bisschen erzählen, was genau machst du jetzt mit diesen Prototypen? Also jetzt hier eine Veröffentlichung habe ich jetzt nicht. Das nächste kommt auf der BerlinCon. Und ich habe Prototypen, man hat ja immer irgendwie Prototypen, aber jetzt so fertige Spiele, die gezeigt werden, habe ich jetzt diese Messe über die Agentur White Castle laufen lassen, weil ich davor nicht so viel Zeit hatte. Und ja, was sind das für Spiele? Es sind ein paar Kinderspiele, es sind Familienspiele, genau, also eigentlich verschiedenste Themen, verschiedenste Genre, ja. Es gibt ja so Autoren, denen sagt man so eine gewisse Handschrift nach, also dass man den immer direkt erkennt an irgendeinem Element. Gibt es da was, wo du sagst, das ist meine Handschrift, das ist ein Rita-Model-Spiel? Also ich glaube, dafür bin ich noch zu frisch in der Szene, aber was ich schon schon rauskristallisiert habe, dass ich wohl ganz gute Geschicklichkeitsspiele machen kann, das tatsächlich schon, aber ich probiere mich in allem anderen aus. Ich habe jetzt auch mein erstes Kennerspiel gemacht, das ich gerade probiere, einen Mann zu bringen und probiere da mich gerade so aus, was taugt mir und ja. Da bin ich ja auch schon ganz gespannt drauf. Ganz am Anfang hast du, als du dich vorgestellt hast, gesagt, du bist eine der wenigen Frauen. Das ist ja schon Ich bin eine der wenigen Frauen. Du auch, ja, genau. Im Bereich der Autorinnen. Kannst du dir das erklären? Warum gibt es so wenig Autorinnen, die Spiele entwickeln? Merkst du da irgendwie einen Unterschied zwischen dir und den männlichen Autoren? Oder sagst du, das ist Zufall fast schon, dass es kaum Autorinnen gibt? Also es gibt, glaube ich, zweierlei Ansätze. Das erste ist, dass halt Frauen generell weniger spielen. Also vor allem auch so Kennerspiele und so, weil es halt auch meistens so Themen sind, die es vielleicht für die meisten Frauen nicht so ansprechend sind. Mir macht das jetzt nichts, ich spiele eigentlich alles. Ja, auch. Wie mir auch. Ja, genau. Das ist das Erste, dass es sowieso schon weniger Frauen gibt, die der Branche nahe sind. Und das Zweite ist, dass der Beruf macht zwar unglaublich viel Spaß, aber es ist wahnsinnig hart. Also du bist halt selbstständig und du bist auf dich alleine gestellt. Das ist jetzt nicht so, wie wenn du ein Buch veröffentlichst, dass du sagst, ja, du bist bei dem Verlag fest und die nächsten Bücher gehen da auch schon, sondern du pitchst dir bei jedem Spiel komplett neu. Ja, und du kriegst halt super viele Absagen, du kriegst Kritik, sei es jetzt vom Verlag oder auch dann von den Bloggern, du kriegst eigentlich nur permanent Kritik. Und bei manchen ist es halt dann auch nicht so lukrativ, weil halt manche Spiele sich auch nicht so gut verkaufen. Also, und dann ist es halt noch eben dieser selbstständige Anteil, den dann Frauen halt noch mit der Familie verbinden müssen. Also es sind halt zwei Sachen, die so ein bisschen dagegen sprechen und es ist halt da wahnsinnig schwer, sich dann als Frau durchzusetzen. Das stimmt auf jeden Fall. Also umso toller, dass du das machst und dass du auch geschafft hast, da Fuß ja, zu fassen. Aber ich glaube, ich könnte das nicht machen, wenn ich Kinder hätte. Also keine Chance. Weil die Termine zum Testen sind immer abends, die Messen sind übers Wochenende. Also ja. Ja, dann zum Abschluss bei uns, das kennst du ja wahrscheinlich, werfen wir immer so einen Blick in die Zukunft. Wer ist da? Ah ja. Manchmal kommt ein bisschen Ablenkung, man kennt ja dann doch ein paar Leute hier. Welche Pläne hast du dir denn so für die Zukunft vorgenommen? Also wie, sagen wir mal, wenn die nächsten Jahre perfekt für dich laufen würden, was wäre da so dein Ziel? Also mein Ziel ist, jedes Jahr ein Spiel rauszukriegen. Ja, das ist so erstmal so das Grundziel, weil man dann immer so ein bisschen Durchlauf hat und auch mit Abrechnungen, wenn man letztendlich davon leben will. Wenn du halt mal quasi ein Jahr aussetzt, dann heißt es ja im Falle einfach ein Jahr auch kein Geld kriegen oder weniger Geld. Ja, das ist so mein Ziel. Und das nächste kommt ja jetzt im Juli. Also habe ich das jetzt für dieses Jahr schon mal erfüllt.
Genau, das kommt bei Korax Games und ja, und an den nächsten bin ich dran. Also ich habe jetzt auch schon einen Vertrag unterschrieben für noch länger und ja. Ja, dann drücke ich dir ganz fest in die Daumen, dass das klappt, dass du da eben deinen Traum ja auch weiterleben kannst. Und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Ja, danke auch.